Abseits des Kickens können die Bornheimer durchaus noch abheben. Markus Ziereis an Bord eines Helikopters, seine Fußballheimat mal von oben betrachten. Ein Heidenspaß für den Stürmer. Schön zu sehen, wie das, halt das, wie das abläuft. Natürlich die Ansprachen und Durchsagen und alles. Und die ganzen Knöpfe mal zum Sehen, weil das habe ich auch noch nie erlebt. Und natürlich auch von oben die ganze Stadt oder ganz Frankfurt zum Sehen. Besonders die Skyline ist halt echt schon was Beeindruckendes. Auch in Liga 2 könnte es für den Tabellen-16. Bald wieder höher hinausgehen. Der Tiefpunkt scheint überwunden. Vergangenen Sonntag der 0:3 Halbzeitrückstand in Karlsruhe. Doch dann ging's schlagartig bergauf. Zwei Treffer von Sava Jelen plus einer von Edmund Kaplani. Endstand 3:3. Spiel gedreht und ordentlich Selbstbewusstsein getankt. Ja, es war ein schönes Gefühl für uns. Ne? Wir haben uns einfach nach dem Spiel, wir waren alle glücklich, dass wir das Punkt auch am Ende auch verdient haben, weil wir auch zweite Halbzeit richtig gut gespielt haben. Für Edmund Kaplani war es der erste Einsatz nach seiner Begnadigung. Nach wiederholtem Gezanke, wer Elfmeter schießt und obendrein verbalen Ausfällen, erst die Suspendierung, dann aber machte sich der Mannschaftsrat für ihn stark. Das will der albanische Goalgetter nun mit Leistung zurückzahlen. Die Akte Kaplani scheint Schnee von gestern. Ja, das habe ich. Ich schätze auf jeden Fall diese Mannschaft, habe ich immer gesagt. Ne? Und ich schätze auch die Jungs und dafür werde ich auch alles geben. Ne? Nun kommt mit dem ambitionierten TSV 1860 München der Tabellensiebte an den Bornheimer Hang. Die Löwen nach zuvor 4 Siegen in Folge, zuletzt mit einer 0:2 Niederlage gegen St. Pauli. Beim FSV will das Team von Ex-Bornheimer Yannick Stark und einem weiteren alten Frankfurter Bekannten an der Seitenlinie wieder an seine Erfolgsserie anknüpfen. Ja, wir wollen natürlich erfolgreich aus Frankfurt zurückkommen, keine Frage. Das heißt, dass wir mindestens einen Punkt mitnehmen wollen, nach Möglichkeit 3. Und das ist das Ziel, was wir haben. Wir wissen aber auch, dass die Frankfurter gerade nach der zweiten Halbzeit in Karlsruhe, wo sie 3 Tore erzielt haben, ein Stück weit Selbstvertrauen wohl zurückgewonnen haben. 3:0 Rückstand holt man nicht alle Tage auf. Das wird jedes Spiel für uns hart sein, ne? Auch jetzt gegen 60 München. 60 München, muss man sagen, die spielen jetzt auch kompakt defensiv und die haben auch gestern verloren. Und wir müssen einfach unser Spiel machen, das, was wir auch in der zweiten Halbzeit gezeigt haben gegen Karlsruhe. Und am Ende müssen wir auch freuen, dass wir auch am Ende die 3 Punkte haben können. Vielleicht können die Bornheimer gegen 1860 München ja auch wieder ein unerwartetes Feuerwerk entfachen und dann auch in der Tabelle wieder höhere Gefilde anpeilen.